Als ik kind was, ook, kon ik niet goed verstaan wat betekent Kurd. Ich bin in einem arabischen Gebiet geboren und dort aufgewachsen. Und wirklich alle meine Freundinnen und Nachbarn waren Araber. Und in meiner Familie auch habe ich nur auf Arabisch gesprochen. Kurdische Sprache war auch nicht nur verboten, war verpönt. Die kurdische Jugenden wollten über kurdische Frage diskutieren oder und sie wollten auch die Gesetze auch kritisieren. Wir haben gehört, wirklich alle die Jungen, die wirklich an den Versammlungen kritisiert haben, alle waren entweder verhaftet, wurden getötet auch. Wir wussten nicht genau, was ist mit ihnen passiert, weil bei uns gibt es keine richtigen Medien und sie sprechen nicht darüber. Und alles bei uns in Syrien ist Geheimnis. Unser Nachbar zum Beispiel wurde verhaftet. Wir wussten nicht, wo oder wann oder was. Wir durften nicht da fragen. Wir hatten Angst. Überall gab es wirklich Spitzel und Spion. Und deswegen hatte man viel Angst. Und alle waren überzeugt, dass die Wände Ohren haben. Ich war nicht freiwillig, als ich in die Schweiz gekommen. Ich war wirklich gezwungen. Mein Arbeitsplatz war wirklich sehr gefährlich. Wir mussten Bomben hören und das war wirklich so schlimm für uns, weil stell dir vor, im Keller viele Beamten und viele Bomben und bei jeder Bombe habe ich viel gebetet und habe ich viel geweint und nicht nur ich, alle und ich dachte, alle meine Körper waren gezerrt. Wir konnten aus Aleppo flüchten mit humanitärem Visum. Und das war dank des Roten Kreuzes. Ich möchte mich alle Schweizer und Schweizerinnen bedanken, weil wirklich waren so, so nett zu uns. Und ich habe wirklich festgestellt, dass die Leute hier in der Schweiz sind hilfsbereit. Alle Beamten, die aus Syrien kamen, sind wirklich von der Regierung gefährdet. Und sie können nicht zurück nach Syrien. Ich finde es sehr erstaunlich, warum hier in der Schweiz gibt es zwei Status für Flüchtlinge. Was ist der Grund, warum wir sind alle Syrer, wir sind alle von dem Krieg geflüchtet. Warum das konnten wir nicht so gut verstehen, warum? Und alles, wir sind alle Opfer. Warum haben wir F-Status oder Verläufige auf Enthalt? Warum? Wir sind als Beamten auch sehr gefährdet und wir können nie mehr zurück, wirklich.